Herzlich willkommen, liebe Leute, zusammen dein Part vom Let's Play Super Mario 3D World. Hi, willkommen zum zweiten Part. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu dem neuen Part. Ihr seht, dass mein Greenscreen hier ist immer noch nicht gefixt. Hat vielleicht was damit zu tun, das ist mehr Aufnahme der Dynamo, aber nur vielleicht. Das verraten die mal, die Wadi ist. Ja, im letzten Part sind wir auch so sehr weit gekommen. Wir haben mich bereits so die ersten beiden Level der ersten Welt, als auch das Toadhaus besucht. Und schauen uns jetzt hier den Football-Sack an. Denn Football ist ein cooler Sport. War ja auch neues, erst der Super Bowl. Ich glaube, über genau dasselbe Thema hatten wir damals auch geredet. Denn auch damals war der Super Bowl ja nicht lang her, beziehungsweise war da gerade nur ein Startlösern. Ihr seht, das ist immer ein präsentes Thema. So, ich muss erst wieder schauen, wie ging das hier überhaupt. Digga, ich bin gerade halt erst zu lost, hier irgendwie hinzuspringen. Das ist halt einfach nur traurig. So. Ich halte mir mal nicht fest, dass das gerade passiert ist. Ist besser für uns alle. So, das Bein kippt mir ein bisschen weiter nach oben tun, weil sonst seht ihr mich einfach nicht oder mein Gesicht nicht, wenn ich socke. Das ist kritisch, wenn das passiert. Und das soll sehr nett zu sein. So. By the way, wie immer Leute, nur weil ich hier aus dem Cola besser trinke. Hier. Ist das keine. Es ist. Gut, Slice-Werbung, ja, könnte man es bezeichnen. Aber. Es ist keine missalte Partnersaft oder sonst irgendwas. Deshalb brauchst du es auch nicht als Werbung betiteln. Ich zeig zwar die Marke her. Aber ich trinke das dann. Wir müssen jetzt ja nicht anfangen, dass wir in solchen Videos dann irgendwie Flaschen mit Marken nicht zeigen dürfen oder sowas. Im Fernsehen ist es ja weit verbreitet. Und auch bei sonstigen Shows, dass da darauf geachtet wird, dass man halt nicht die Marke zeigt von dem Getränk, sondern die ausblendet oder gegen irgendwas anderes ersetzt. Was halt so ähnlich klingt. So. Ihr merkt das schon. Mein Aim entspringen. Ist abgrundtief schlecht. Also wirklich abgrundtief schlecht. Und das wird leider auch in. Was haben wir denn da? Wird leider auch so bleiben. Einwand ab. Na, sieht man an. Ich hab gar nicht. Gar nicht mehr erinnern, dass der dort ist. Na, sieht man mal. So, ich glaube, hier ging es zu einem Stern. Kann das sein? Ich weiß nicht. Wir finden es heraus. Oh, shit. Vielleicht ging es hier so am Stern. So, müssen wir uns ein bisschen beeilen. Dann hier kamen noch mehr Münzen. Sehr gut, das ging aber seitlich voll fit. Des zweiten? Was? Wo ist Maker war der erste? Also. Zurück geht's. Rausfinden, wo Smanker der erste Stern gewesen wäre. Aber ging das Level hier nicht irgendwo auch los erst? Okay, ich bin verwirrt. Oh lol. Da war der erste Stern, aber da war nicht der erste Stern. Seht ihr mal. Habe ich komplett vergessen, dass der dort war. Oh, das Spiel sieht einfach grafisch so toll aus. Also. Aber da will jetzt die Olle noch was zeigen. Denn. Aha. Da oben scheint was zu glänzen auf der Wolke. Was das wohl sein wird? Man weiß es nicht. So. Aber wir können es herausfinden, ne? Wir brauchen nochmal einen schönen Ausblick. Ja, schön. Boah, müssen wir erst aufpassen, dass man jetzt einfach nicht komplett die Klippe runter schmeißt. Beim ersten Part gestern eventuell. Falls ihr die gesehen habt, am Release natürlich. Schon kritisch. Muss man schon aufpassen bei sowas. So, da ist ein kleiner Stempel. Den holen wir uns jetzt auch mal elegant. Ja, oder halt auch nicht. Doch. Es war zwar nicht elegant, aber wir haben uns den geholt. Das ist die Hauptsache. Oh, Jesus. Ah, da haben wir noch eine Katzenglock, die kommt ins Gepäck. Wenn ich werde for sure Safe-Bot alle wieder verlieren aus Dummheit oder so ähnlichem.
Gründen. So. Das Spiel wird mir noch im Laufe der Zeit heftig meine Nerven kosten. Das weiß ich jetzt schon, weil es einfach kritisch ist. So. Ich glaube, wie ging denn das hier? Irgendwie muss man... Nee, pusten war es nicht. Okay, mit der Taste, weil es gab ein Pust-Level. Ich weiß, ich habe halt gerade nicht mein Original-Pro-Controller, lustigerweise. Ich weiß halt nicht, ob der überhaupt ein Mikrofon hat. Oh Gott, das war die Scheiße hier. Das ist kritisch. Ob ich das überlebe? Hieran erinnere ich mich sogar noch. Aber ich hab's geschafft. Zumindest in der einfachen Version. Haben wir ja auch immer das mal alles Sterne gesammelt, das ist das Wichtige, weil ich bin eigentlich überhaupt kein Fan. Und 100%, aber das, was sein muss, das muss sein. So, die machen wir nicht kaputt. Roman ist. Kommen wir auch so drum rum. So, hier aber eher weniger. Aber das macht auch nichts. Kann man einfach fett draufspringen. Und nochmal draufspringen. Und dann ist die weg. Easy Gold. So, hier klettern wir noch so auf die Bäume drauf. Dann vielleicht gibt es irgendwas Witziges. Dann rüstet man vorsichtig wieder runter, ja nicht in den Abgrund wollen, das ist ja ganz klar. Weil Zeit haben wir noch genug. Also können wir da mal nett die Bäume ein bisschen erkunden. Safe gibt's irgendwo ein Secret. Weil aber abspringe ich mich halt zu gewagt, wenn direkt da hinten dran der Abgrund ist. Das kann tief gehen. Ja, seht ihr, hier haben wir doch gleich auch so was Schönes. Das ist ein One-Up, den wir vorher. Ach, der. Kann man gar nicht mal mit Tasse tun. In den Tassen sind voll, oder wie? Ist da Grittes? Was? Ich bin doch gerade so oben gegangen. Was für, Alter? Was ist das Betrug? Fast. Gut, das erste Level beendet. Fast. Passiert. So, jetzt haben mich Leute übrigens noch ein bisschen bemängelt. Hey, wie ist es im Henkershaus eigentlich die ganze Zeit in die Kamera? Sind aber Zocken meistens ein bisschen neben die Kamera. Naja, es hat eventuell damit was zu tun, dass ich beim Zocken einfach auf den Bildschirm schauen muss und dann vielleicht eher nur so zweitrangig an die Kamera schauen kann. Ist aber nur Theorie. Ist nicht so bewiesen, ob... Entschuldigung. Echt nicht so bewiesen, ob das stimmt. Tja. Ist da einfach eine Verbindung zum Internet oder eine Verbindung zu anderen Internetsektionen her, um ein Mehrspieler-Partie für bis zu 4 Spieler zu starten? Denn ja, den Spaß gibt es jetzt auch online. Bis zu 4 Freunde können mit Hilfe einer Online-Verbindung miteinander spielen. Ich kann nämlich einfach ein Partie teilnehmen oder ich kann einen Raum erstellen, da könnt ihr beitreten. Und ich wollte das ganz gerne die Tage auch mal in Stream auszubilden in Online-Modus. Und dafür schauen wir doch einfach mal, jetzt sind wir auf Discord. Da frage ich einfach mal rum, wer von euch hat denn alles das Spiel? Schauen wir noch mal, was die alle antworten. At everyone. Wer von euch hat bereits Super Mario 3D World, würde heute Abend gerne im Stream mal den Multiplayer, den Online-Multiplayer. Online. Vor allem sehr spannend gerade. Ausprobieren. Bitte mal alle antworten, damit ich einen Überblick habe. Danke. Wer von euch hat bereits mal 3D World? Also natürlich ist Witz was und ist ja klar, ne? Würde heute Abend gerne im Stream mal den Online-Modell ausprobieren, bitte mal antworten, damit ich einen Überblick habe. So, und absenden. Und dann bin ich ja mal gespannt, wer da alles antwortet. Kann man am Ende vom Partner mal hinzahlen, ob es jemand geantwortet hat. Und wenn ja, wer das bisschen hat, dann vielleicht letztes Mal finden, mit dem man den Online-Multiplayer heute denn schon auszuwählen können. Wer weiß, aber nun zurück zum Spiel. So, hier war Arken. Und ein Level, was richtig hart für Spaß macht, ist dieses 1.4. Nämlich Wasser-Spaß mit Plessy.
Ich erinnere mich noch so hart dran, wie ich das vor 16 damals auf der Wii U oder auch schon davor, früher, vor 13, ob es das hin, durchgesockt habe, wie so ein Kind. Ja, das Spiel ist einfach toll. Die 3DS-Version war ja auch übelst toll, die haben es ja damals schon gesockt. Die war halt auch hart so wild. Okay, mit B springt man. Mit dem Soikon lenkt man. Oh Gott, sind die Lenkung ist erst ein bisschen trage gerade hier, das ist echt nicht feierlich. Vielleicht liegt es auch in meinem Billo-Controller. Oh Gott, da war der erste Stern. Den habe ich sogar bekommen. Sehr gut. So, ich weiß nicht mehr, wo hier alle Sterne waren. Ich weiß nur, dass der dritte Stern ein bisschen ungeil zu bekommen war. Und ist hier gerade ein bisschen fail. Aber kann es das zweites Mal machen. Weil es an das erste Mal nicht taugt. So, ich glaube, man kann auch hochspringen. Wenn mich das alles täuscht. Genau, da gab es nämlich ein One-Up. No! 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 Scheiße! Was haben wir das One-Up verkackt? Ah! So ein Kritis. So, hier geht jetzt der erste kritische Part los. Da ist mal ein Stern. Keine Ahnung, wer den bekommen soll. Ja, hier sind wir quasi fast vor dem Ziel, oder? Kann das sein? Nee. Sind wir noch nicht mal. Oh, scheiße. Doch, da ist jetzt der letzte. Wir bekommen jetzt auch nur so manchmal. Was? Na, okay, man wirst du noch Zeitbar machen, weil das, wenn du einen von drei Sternen haben, da. Das geht aber gar nicht. Ich habe halt keine Ahnung, wo das zweite Stern sein sollte, die was verpasst haben. Da bin ich so ein bisschen irritiert. Muss man herausfinden. So, werden wir dies auf jeden Fall nochmal erledigen, weil ich hiermit soweit nicht froh bin. Vor allem ist es ein bisschen verwirrt. Weil ich keine Ahnung habe, wo der verschollene Stern hin ist, wenn man so müsste. Aber so, vielleicht findest du noch. Ich finde auch die Sticker-Lager-Set, die konnte man ja wirklich da was im Reverse verwenden. Ich glaube, wir haben das gar nicht mal so einen großen. Ich frag mich, ging es hier hinten eigentlich irgendwo rein? Weil das sieht halt so derbe, verdächtig nach aus, als wenn da irgendwas wäre hier. Ich bin halt in der Originalversion nie aufgefallen. Ja, moin. Ich bin halt nie aufgefallen bei Mamas Groß auf. Ja, klar. Also ich bin halt nie aufgefallen in der Originalversion, dass es einfach ein fucking Toadhaus war. Ich bin verwirrt. Kommt einfach wieder rein? Nee. Ich bin halt erst nie aufgefallen, ja. Scheiße, ey. So, ist das für das Schloss? Tatsache. Tatsache. Das war das für die ganze erste Welt, ne Heilige. Ja, wir haben auch noch einen Captain Tresor Level, also ein bisschen was haben wir hier noch vor uns. Aber ich will das ja eigentlich hier in der Part nochmal machen, weil ich war dann einfach nicht so zufrieden. Also ich glaube, wenn wir zwei Level am Tag machen, also in einem Part machen, dann fahren wir doch ganz gut. Der Part ist jetzt zwar nicht so ewig lang, aber ich fühle eher so kürzere Videos, ne, von auf Watchtime und so weiter. Deshalb würde ich einfach so mal zwei Level anpeilen. Da vielleicht auch zwei Videos am Tag, muss man halt sauen. Also ich geplant ist jetzt erstmal so ein Video am Tag, muss man halt sauen, wie gut der ganze Spaß dann halt klappt. Also, ich habe halt erst keine Ahnung, wo es Manker hier das zweite Stern sein soll. Doch, da gab es irgendwo, glaube ich, rote Münzen, die man einsammeln musste, kann das sein. Ich glaube, dem war so. Ich habe halt nur keine Ahnung mehr, wo die eigentlich waren. Sei denn, wie das hier jetzt ging auf uns. So, wir wollen das mal ab. Also müssen wir einmal hier, dann müssen wir auf diese. Dann unbedingt noch hier oben drauf. Ja, das war schon wieder gefailt. Da kommt man hier halt auch nicht mehr drauf. Ne? Also wenn man das Ding einmal getötet hat, gefühlt, dann ist das unmöglich, dass man es den man abholt. Lol, was ist denn das hier? Bin verwirrt. So. Okay, ich habe es sowas wohl keine Ahnung, wo man hier den zweiten Stern. Ich kann mich. No, 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 no. Schüss.
Ich kann mich noch dunkel dran erinnern, dass es hier irgendwo so rote Coins zum Einsammeln gab. Vielleicht auch kompletter Drucks, das war es einfach nicht hier war. Aber ich kann mich dunkel daran irritiert, dass da irgendwas mal existiert hat. Ich kann mich noch dunkel dran erinnern. Komm! Nein! Boah, das gibt's doch wohl nicht. Wie bekommt man denn einen ollen Stern da nicht? Was machst du denn da falsch? Das ist da immer so... Ach komm, das ist so gefühlt Millimeter dran vorbei, Rase. Das finde ich verwirrend. Ich bin verwirrt. Belastend. Das halten wir auch mal als nicht existent fest. Ist besser so. Ihr seht das, ne? Man hat wirklich noch keiner, das ist kalt. Es fängt, ich sag mal, noch nicht am kritisch zu werden, aber, ne. Ich glaube, die anderen Welten werden durchaus auch noch witzig. Und meine gute Laune wird dann vielleicht hier und da ist mal. Ja, ich will nicht sagen auflösen, aber ein bisschen kritisch werden können. So, was haben wir denn hier? Ein Spielerautomat. Spielen ist doch eh mal eine nette Sache. Machen wir erstmal eine Frage. Das heißt, ein Block perfekt. Ja, Pokern. Nette Sache. Kann ich auch noch ein bisschen aus dem Loot, glaube ich. So, kann man ein paar nette Items gewinnen. Wenn man dann immer dasselbe trifft. Hier brauchen wir Glocke, hier brauchen wir zum Beispiel. Wir hätten auch Glocke gebraucht. Nehmen wir uns mal. So, schade. Aber immerhin 100 Münzen unten und ab. Das sind auch so ein paar nette Sachen. Cyber ab sogar. Weil Ups, finde ich, sind fast mal wichtiger wie Items. Einfach weil man ja mehr Versuche hat. Und das ist gut, denn wenn man stirbt, braucht man mehr Versuche. Ich habe auch gerade schon ein weißes Leben, aber. 10 Leben sind im Mario-Spiel jetzt auch nicht so viel, ne? Vor allem, wenn es da irgendwann mal anfängt, wirklich kritisch zu werden. Dann sind das echt nicht viel. Aber mal schauen, das müssen wir mal sehen. Das werden wir auch sehen. So. Wo ist ein Henker, soll es hier einen zweiten Stern geben? Ich halte jetzt mal gezielt Ausschau nach dem einen uns fehlenden Stern. Weil ich habe erst keine Ahnung, wo das sein soll. Man muss einfach lange drücken, dann schafft man es auch, den einen zu holen. Wir fallen jetzt mal hier durch. Nee, gab's da auch nicht. Oder war der da, wenn man da rechts entlang fährt? Nee, das war echt keine Ahnung, wo das sein soll. Ich könnte jetzt im Internet nachsehen, aber das wäre ja auch so eine Art Cheaten. Das habe ich eigentlich nicht vor. Ach, warte mal, der war hier, ne? Fuck. Ich glaube, wenn man hier den hier macht, dann fühlt es ohne runterzufallen. Okay, ich habe eigentlich erst keine Ahnung. Weißt du mehr? Hallo? Hallo? Kann man mit dir nicht reden, du alle? Nein, hat nichts. Was soll denn gerade? Also, here we go again. Sag doch mal, vielleicht klappt es jetzt besser. Ich weiß es nicht. So ein Kritis auf jeden Fall. Da oben war da doch. Jetzt, meine Fresse. Da war der scheiß rote Kreis. Nein! Ich hoffe, das kostet mir jetzt kein Leben. Nope. Sehr gut. Weil ich muss auf den scheiß Ding da drauf. Aber jetzt weiß ich jetzt wieder, wo es den Stern gab zum Belasten. Ich habe das ja früher so oft in meiner Kette gespielt, ne? Trotzdem kann ich mich nicht dran erinnern, wo zuerst wo der scheiß Stern war. Das ist halt so ein Skript ist. So. Danke. Nein! Ach, come on! Ich finde diese Level aber halt echt auch sau schwer zu steuern, nicht mal am Rande, ne? Das ist hart belastend. Und ich nehme es, ich könnte es schon rausschneiden, aber ich will meine Fels da draußen schneiden, weil dann macht es halt einfach keinen Spaß. Wenn ich
Fällt's raus, nein. Also es ist halt kein Let's Play, wenn ihr so wollt. So, deshalb, also ich finde das dann zumindest kein Let's Play, Manni. Fällt's raus, schneidet, dann ist das hart. Ja, fake. Kannst dich mal besser bewegen, du scheiß fetter Dino! Och Mann, jetzt kann ich das halt wieder für Feuer machen, ey. Das Spiel fuckt mir so. Das war hart wieder ab. Und schön. So. Neuer Versuch, neues Glück. Vielleicht klappt's ja jetzt. Nein! Bis auf die 8. Münze habe ich alles gehabt. Ist das belastend? Ich will ja jetzt echt alle Münzen sammeln. Möge es kosten, was es wolle. Ich fand halt dieses Level anders belastend, weil der Dino so, so beschissen und so lenken ist. Oh lol. Ich habe gerade die Möglichkeit gefunden, die man noch einigermaßen. Ja, noch lenken kann. Wir müssen mit den zwei Seiten flossen. Leco mio. Was sagen, hier wie Gorgon. Man gibt es immer so ein Leben an der Stelle, also kann man wenigstens Leben geil an, ja, sonst schon immer neu starten muss. Und das ist auch mal nett, sich so ein paar Leben aufzubauen. Nein, habe ich den 6. nicht. Ach, come on. Das ist doch so ein Scheiß. Also. So, wir mal, wie es jetzt läuft. Vielleicht läuft es heute besser. Ach, Jesus. Das ist so krass. Das gibt's doch wohl jetzt. Wie viel Pest kann man eigentlich haben in einem verdammten Level? Ich will den Scheiß denn jetzt bekommen. Okay, Leute, das ist jetzt mein letzter Versuch. Wenn es jetzt nicht klappt, ne? Dann scheiße er auf den Stern. Was einfach auch peinlich wird. Aber das hat so ein Kritis, ne? Wenn man da Nein, wie er die 8. Münze ist! Mann, ich musste erst enger die Kurve irgendwie schneiden. Irgendwie so. Pff. Was war so kurz davor? Da wäre jetzt noch ein Versuch. Das gibt's doch nicht. Ey, das triggert mich gerade so hart, ne? Das ist. Und ich mach feierlich. Das ist nicht feierlich. Und da gibt's einfach nur einen verfickten Mann ab und nicht mal einen Stern oder was? Ist dein scheiß Ernst jetzt, ne? Ist dein scheiß verfickter Ernst? Ich fühle mich gerade so verarscht, ne? Das ist jetzt so ein Kritis.
fühle mich von dir ins Blätzen so hart verarscht. Da geben die da einfach nicht mal einen scheiß Stern, sondern beschissen nicht mal ab dafür. Und das habe ich den dann auch nicht mal mehr. Ach komm, nee. Ja, ganz ehrlich, das habe ich auf das Level keinen Bock mehr. Wenn es dann brauche, hol ich ihn irgendwann anders, aber definitiv nicht jetzt. Ich habe von dem Level jetzt echt die Schnauze voll. Spring doch da rein, Mario, meine Fresse. Hm. Hatte Mario nicht irgendwie beim ersten noch eine Katzenpiez-Stuff an? Das glaub ich so, ne? Egal. So, ihr seht schon, es läuft perfekt und grandios hier in dem Game. Dies ist echt Wahnsinn. Wo soll denn das zweite Stern sein? Das reizt nicht. Hm. An dieses, ja, Manese-Freier, an dieses schöne Level kann man es auch noch erinnern. Das war damals auch ganz so cringe. Wird es im nächsten Part geben. Und falls wir irgendwann mal wieder Sterne brauchen, werden wir uns das doch mal anschauen. Das war es aber soweit mit dem Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut. Und ciao!